Gut, es sieht ein bisschen chaosmäßig aus. Dafür entschuldige ich mich schon mal. Aber nichtsdestotrotz, ich muss mal gucken. Also Plan ist im Grunde genommen, alles irgendwie zu verfrachten und idealerweise nicht noch unbedingt eine Tasche kaufen zu müssen. Insofern, ich habe ja hier meine Givi-Tasche, 40 Liter, wo ich allen möglichen Kram drin habe. Das heißt, ich werde Klamotten umverfrachten, vielleicht meine Stiefel da reinpacken und generell meine Klamotten, meine Motorradklamotten versuchen, in die Tasche dann da zu stopfen, so dass ich da sind so meine Reiseklamotten drin, die wiederum in die Givi-Tasche zu schmeißen und in der Hoffnung, dass ich alles mit einmal wegkriege. Ja, und Pass und Technikgedöns und so, was ich hier habe, beziehungsweise dann habe ich ja noch den Tankrucksack, werde ich halt versuchen, in meinem kleinen Campingrucksack sozusagen als Handgepäck mitzunehmen. Dann habe ich den Rucksack als Handgepäck, den ich irgendwo halt am Sitz mit habe bei mir. Ja, und wenn denn das so klappt, dann bleibt eigentlich bloß nur der Helm und ich gehe davon aus, dass ich den Helm, ja, mit ins Handgepäck nehmen kann. Bin mir nicht ganz sicher, aber die Leute schleppen mir heutzutage deutlich mehr mit als das, was ich so mit mir rumschleppe. Also meine im Handgepäck. Sollte klappen, oder? Am nächsten Tag geht dann alles ganz schnell. 8:30 Uhr schlage ich bei Cargo Rider auf, fülle da ein paar Unterlagen aus bzw. unterschreibe die. Und anschließend werde ich vom Guide durch die Stadt geführt hin zum Cargo Airport. Und auch hier vor Ort geht dann alles ganz schnell. Wir parken kurz vorm Cargo-Unternehmen. Mein Motorrad wird über einen Bock hochgehoben bzw. über einen Gabelstapler. Und oben dann in der Abfertigung angekommen, werden die Unterlagen abgegeben. Und anschließend gibt es ein paar Fotos mit dem Zoll. Der kontrolliert mein Motorrad. Und ja, kriege ich einen tollen, schönen weißen Zettel hinten drauf, wo drauf steht, was es für ein Bike ist, wo es hin will und so weiter und so fort. Und anschließend wurde einfach nur noch in Folie eingewrappt. Und damit, das war innerhalb von 5 Minuten alles erledigt. Blieb mir eigentlich bloß noch zuzugucken, wie andere Gepäckstücke durch die Gegend geschmissen werden. Und anschließend ging es dann zum Zoll. So. Nach gut 5,5 Stunden ist das Thema mit dem Zoll und Co. bezogen auf Motorrad durch. War ziemlich anstrengend, will ich nicht sagen, aber es hat halt lange, lange, lange gedauert. Ansonsten haben die Jungs hier von Cargo Rider eigentlich ganz guten Job gemacht. Meiner Meinung nach fühle mich da sehr gut aufgehoben. Jetzt muss das Motorrad bloß noch unversehrt ankommen und dann kann ich dafür einen Daumen hoch geben. Okay, ich bin zurück, wieder im Hotel. Hab das Motorrad abgegeben und ja, was soll ich sagen? Ist halt weniger spektakulär als man denkt, ne? Wieder mal. Ich habe versucht, euch da irgendwie aufzunehmen, zu tun und zu machen, aber es gab mal wieder nichts zum Aufnehmen. Das war halt wieder alles viel, viel schneller, viel, viel einfacher, als man sich das im Voraus immer vorstellt. Ich bin heute Morgen, es hat lange gedauert, gebe ich zu, ne? Ich bin heute Morgen zur Firma gefahren, Cargo Riders in dem Fall, sicherlich dem einen oder anderen schon im Begriff. Dort wurde die ganze Papierarbeit gemacht, vorher alles ausgefüllt, getan und gemacht. Das hat eine Weile gedauert. Danach bin ich zusammen mit den Kollegen zum Flughafen gefahren. Dort ist das Ganze dann bei dem eigentlichen Cargo-Unternehmen letztendlich abgegeben worden. Die haben bloß auf Schäden das Motorrad untersucht. Mehr war das nicht. Das hat 10 Minuten gedauert. Ne? Das einzige Highlight war, auf so einen Bock zu fahren mit dem Motorrad und dann per Gabelstapler letztendlich hoch auf die Rampe gehoben zu werden. Und dabei konnte ich mich selber nicht filmen, weil ich selber auf dem Motorrad saß und damit war das schon. Ja, also, wie gesagt, da gibt es nichts weiter zu filmen und da war auch nichts weiter. Anschließend ging es nur schnell zum Zoll quasi, zur Aduane.
das hat ewig gedauert und ich weiß bis jetzt noch nicht warum. Klar, da sind diese ganzen temporären Einfuhrzölle und so weiter, die alle wieder egalisiert werden müssen und das ist auch passiert. Ein bisschen musste man warten, weil noch ein paar mehr Leute da waren, aber grundsätzlich wirklich von diesen 5,5 Stunden, die das Ganze gedauert hat, hat, sag ich mal, die Papiervorbereitung bei Cargo Rider selber vielleicht 1 Stunde gedauert, mit Kaffee und Trinken und ein bisschen Quatschen nebenbei. Und dann hast du vielleicht auch mal 10 Minuten, um da hinzufahren, gebraucht und 10 Minuten, wie gesagt, beim eigentlichen Cargo-Unternehmen, um das Motorrad zu checken und abzugeben. Und das war's. Der Rest war wirklich nur dann der Zoll selber, der einfach, wo einfach Ewigkeiten gedauert hat, um die Papiere auszufüllen, beziehungsweise um überhaupt erstmal ranzukommen. Und nachdem die Papiere ausgefüllt waren, einmal unterschrieben, Punkt, fertig, aus, alles getätigt und damit war vorbei. Also da habe ich schon seit Stunden mein Motorrad nicht mehr gesehen. Insofern, ja, tut mir leid, ich hätte es gerne irgendwie, ja, ein bisschen eventvoller gemacht, aber da ist halt nichts weiter. Ja. Da steckt halt auch nichts weiter dahinter, außer ein Haufen Papierkram, den hier in dem Fall quasi die Kollegen von Cargo Rider mir mehr oder weniger abgenommen haben. Ich habe dabei zwar zugeguckt und ich glaube auch den Großteil davon vernünftig verstanden zu haben, sodass ich es hätte selber machen können, ausfüllen, ne? Aber da steckt ja noch mehr dahinter, ne? Transportieren und tun und machen. Wie auch immer, das war es eigentlich schon. Jetzt bin ich zurück, ab vom Start quasi von der Dian-Seite, von der ich schon mal erzählt habe, meine Unterlagen bekommen per E-Mail, wo drin steht, dass meine temporäre Einfuhr des Motorrads damit jetzt quasi erloschen ist oder beziehungsweise finalisiert worden ist. Und damit sollte zolltechnisch, was das Motorrad angeht, alles durch sein. Ich packe jetzt hier noch meine Klamotten ein, habe jetzt den Helm doch wieder erwarten mit dem Motorrad mitgeschickt. Und ja, den Rest kriege ich dann hier alles in meine Tasche, zusätzlich hier in meine Givi-Tasche. Und ja, dort werde ich jetzt da drin verstauen und dann geht es morgen eigentlich hinterher. Dann fliege ich selber mit dem Flugzeug. Ich habe irgendwo bei Copa gebucht, kostet der Flug umgerechnet 96 Euro plus dann noch irgendwie Zusatzkosten wegen Gewicht, weil ich keine große Tasche mit mir rumschleppe. Und bin ich irgendwie bei 110 Euro zum Schluss, die da noch drauf kommen. Ansonsten, ja, geht's morgen weiter für mich. Okay, jetzt angekommen in Panama City und ja, der erste Eindruck ist schon ziemlich beeindruckend, was hier an Häusern rumsteht, tut und macht. Ich war zwar ein bisschen darauf vorbereitet, gebe ich zu, aber jetzt, wo ich denn hier bin, ist das doch nochmal eine ganz andere Hausnummer. Aber da gehen wir dann demnächst ein oder drauf ein. Der Flug war mal wieder was, was mir überhaupt nicht gefällt, obwohl er eigentlich ganz gut war vom Prinzip her. Aber ja, ich mag halt nicht fliegen und dann ist gut. Lieber Motorrad fahren. Ansonsten, ja, hier ist ordentlich warm aktuell, muss ich mich erstmal wieder dran gewöhnen. Ich denke, wir haben so
32 Grad irgendwie, und aber die Luftfeuchtigkeit ist auch ziemlich hoch, es ist auch alles bewölkt draußen. Hier so aus meinem Hotelzimmer raus, man sieht, alles ziemlich bewölkt, aber gut, das haben wir dahingestellt. Wir haben es jetzt um 4, ich muss mal gucken, dass ich draußen noch was zu essen kriege, sollte hier kein Problem sein in dieser Stadt. Und dann, ja, mal zusehen, dass ich mir einlebe. Wie gesagt, ich habe hier eine Woche Urlaub, und morgen werde ich das Motorrad noch abholen, damit es einen Tag schon mal weg. Und werden wir dann sehen, wie das da so läuft. Aber ich denke, es wird genauso unspektakulär sein, wie das abgeben. Aber das sehen wir dann morgen. Und danach, ja, zeige ich euch halt auch die Stadt, ne? Panama City. Sieht auf jeden Fall auf den ersten Moment ziemlich interessant aus, wenn man denn die Temperaturen ab kann. Oh, das geht ja schon mal gut los hier. Wie komme ich denn hier raus? Einfach fahren, wa? So wie der. Dann mache ich doch glatt mal. Jetzt passt. Sehr gut. So, und damit herzlich willkommen in Panama. Beziehungsweise dann jetzt anschließend Panama City. Ich glaube, das werde ich morgen nochmal wiederholen, aber jetzt einmal dahingestellt. Es ist unsäglich warm. Keine Ahnung, Motorrad zeigt 35 Grad an. Ich schätze mal eher, das sind so 30. Aber die Luftfeuchtigkeit ist unsäglich hoch. Mein Gott. Mir fallen tausend andere Wörter ein, aber mein Gott, ist das warm. Puh. Wer irgendwo unterwegs meine Tankstelle sieht, kann ja mal laut aufschreien. Ich will nicht schon wieder schieben, wie beim letzten Mal. Tschüss. ¿Cómo? Una moto viajera. Sí. De Alemania. Al norte. Wie man sieht, sind auch in Panama die Leute unglaublich freundlich, und nach dieser kurzen Begrüßung in Panama City mache ich mich auf meinen Weg in mein Hotel. So, ich bin zurück in meinem Hotel. Insofern können wir jetzt über die Flugzeugverfrachtung meines Motorrads reden gemeinsam. Nun, ihr habt sie sehen, es steckt nicht so viel dahinter bei der ganzen Geschichte. Wenn man zu Hause sitzt und sich solche Videos anguckt oder sich Gedanken dazu macht, wie das Ganze ausschauen soll in Zukunft und wie man wo was letztendlich umsetzt von der Organisation her, dann macht man sich immer weiß Gott nicht was für einen Kopf. Aber ehrlich gesagt, steckt da nicht so viel dahinter. Vielleicht ja, aber ich sag mal, es gibt rund um die Welt jede Menge Firmen, die auf sowas spezialisiert sind. Nur man beschäftigt sich damit sonst nie weiter. Und insofern ist das halt immer so gefühlt am Anfang eine Herausforderung. Aber mittlerweile habe ich festgestellt, dass das alles nicht so wild ist. Ne? Und ich bin so nebenbei in so einer WhatsApp-Gruppe, die mir tierisch auf die Nerven geht, weil da echt so die einfachsten Fragen der Welt gestellt werden. Aber abgesehen davon, kurz abgeschweift, da wird auch ständig gefragt, mit welcher Firma man irgendwo hinfahren kann, ob nun mit einem Boot, mit einem Flugzeug oder irgendwie einem normalen Überlandtransport. Es ist schlimm. Jeder von uns kennt die großen Transportfirmen, ob die jetzt Girag heißen, ob die Schenker heißen und so weiter und so fort. Es gibt so viele Firmen, die man ja tagtäglich auch auf den Straßen sieht. Ne? Die kann man anschreiben, einfach anrufen, sich ein Angebot machen lassen. Die machen sowas tagtäglich. Ja? Und die verschiffen, ob die da jetzt eine Tonne Fisch verschiffen oder ob die da dein Motorrad verschiffen, das ist denen vollkommen egal zum Schluss. Insofern
Einfach anfragen, die normalen, üblichen Verdächtigen. Ansonsten gibt es kleinere Agencies überall rund um die Welt, die dann natürlich spezialisiert sind auf Motorradreisende oder halt auf Autoreisende, wo den Reisenden halt so noch so ein bisschen der Hintern gepampert wird sozusagen und die sich dabei noch wohler fühlen. Bei den großen Firmen Girac und Co. ist das halt alles so ein bisschen kälter, ne? Aber wie schon mal gesagt, die machen das jeden Tag und die sind dann in der Regel sogar günstiger. Ich auch, ich habe im Voraus unterschiedliche Firmen angefragt, auch Schenker, ich habe Girac angefragt. Mein allerbestes Angebot zum Verfrachten per Flugzeug von Kolumbien nach Panama war für mich Firma Girac in dem Sinne. Das war knapp unter 1000 Euro für meine Maschine. Aber es ist halt wirklich dann ein großes Unternehmen. Da ist immer die Frage, wie lange du dann hier und da warten musst, um an dein Gut ranzukommen. Habe ich jetzt keine Erfahrung, aber Fakt ist, ja, wie gesagt, die machen das jeden Tag. Ich glaube nicht, dass da ein größeres Problem ist. Nichtsdestotrotz, ich selber habe mich auch für eine kleinere Agency hier entschieden, weil die dann einfach ein bisschen mehr gefühlt Herzblut da reinstecken. Und ja, auch ich habe mir den Hintern pampern lassen sozusagen. Und ja, ich habe mich halt für Cargo Rider hier an der Stelle entschieden. Die sind aber teurer als Girac, muss man ganz klar sagen. Und auch ein Schenker-Angebot war jetzt nicht so viel weg von dem Girac-Angebot und war auch günstiger als Cargo Rider. Ne? Nur mal so für euch als Info. Nichtsdestotrotz war jetzt Cargo Rider für mich die Wahl, weil man einfach von Angesicht zu Angesicht relativ schnell und auch per WhatsApp, per Telefon und so mit denen diskutieren konnte und dann ist gut. Viele von denen, die sich jetzt schon öfter mit sowas beschäftigt haben, gerade jetzt hier auch mit dieser Darien Gap, werden sicherlich die Namen Cargo Rider letztendlich oder Overland Air Mercy gehört haben. Overland Air Mercy ist hier auf der Panama-Seite sozusagen in Panama City stationiert. Cargo Rider sind in Bogotá, Kolumbien stationiert, aber die arbeiten auch Hand in Hand. Das heißt, sie machen so gegenseitig die Agency und die Hilfe der jeweiligen Reisenden mit. Das heißt, ich habe meine Verträge und so weiter alle mit Cargo Rider auf der kolumbianischen Seite gemacht und habe dann hier in Panama City, weil ich mir nicht ganz sicher war, wie das auf dem Flughafen funktioniert, habe halt hier die Hilfe von Overland Embassy dazu gekriegt oder Overlander Embassy. Und ja, insofern habe ich halt beide Seiten kennengelernt. Ne? Die Overland Embassy kann ich auf jeden Fall empfehlen für alle Reisenden im Allgemeinen. Da der Alejandro, der da mein Ansprechpartner war, und sein Vater, die führen dort entsprechend die Firma. Die haben einen großen Bodyshop, also quasi eine große Werkstatt, wo sie sowohl Autos als auch Motorräder machen im Grunde genommen. Sie spezialisieren sich so auf ein bisschen Tourguiding und Co. Und besorgen dir die Versicherung, wenn man das unbedingt braucht und sich nicht selber darum kümmern möchte. Und sie sind auch, glaube ich, wenn ich das heute richtig verstanden habe, nebenbei dabei jetzt auch so ein Unterkunftspart, also quasi einen Campingplatz hier in Panama City zu gestalten. Also die stecken da nochmal jede Menge Arbeit zusätzlich um dieses Thema Verfrachtung mit dazu rein. Also insofern denke ich mal schon, das ist eine gute Adresse. Aber abgesehen davon, zurückkommend, ich kann den Part auf jeden Fall empfehlen, hat wunderbar funktioniert und es steckte mal wieder für mich selber nicht so viel Arbeit dahinter. Ne? Ihr habt es gesehen, in Bogotá war das mehr oder weniger vorher ein Anruf bei Cargo Riders. Hab denen klar gemacht, was für ein Motorrad ich fahre, wann ich wohin will. Und damit war die Sache eigentlich schon geklärt. Dann haben die halt quasi ihre Arbeit im Hintergrund gemacht und haben mir gesagt, okay, dann und dann funktioniert's. Dann und dann kann's losgehen und damit war das gut. Bin früh morgens bei denen aufgeschlagen, hab die Papiere bloß noch unterschrieben, beziehungsweise auf Richtigkeit überprüft, also ob alles richtig geschrieben ist. Und da auch der Hinweis, immer darauf achten, dass die Placas, also die Nummernschildern und so, dass deine Fahrgestellnummern und so überall richtig sind in den Unterlagen und natürlich deine Passportnummer letztendlich richtig ist, weil wenn da irgendwo was nicht übereinstimmt, dann gibt es richtig Ärger im Nachgang. Kann man vermeiden, indem man da mal richtig hinguckt, alles andere ist eher unwichtig. Ja, da unterschrieben, zum Flughafen gefahren, Motorrad abgegeben, das war nach 5 Minuten weg und damit war das Thema gegessen. Ja, ansonsten standen wir halt wirklich eine ganze Weile halt in der Schlange sozusagen bei der Aduane, beim Zoll selber sozusagen, um das Motorrad dann quasi zu finalisieren oder halt entsprechend in
Kolumbien wieder auszutragen, sodass es dann entsprechend hier in Panama wieder eingetragen werden kann offiziell. Und das hat eigentlich lange gedauert. Der Rest des eigentlichen Verpackens und so, das war, da ist nichts weiter passiert. Ne? Das war halt, wie gesagt, in 5 Minuten erledigt. Ansonsten hier in Panama solches. Für mich war es jetzt kein Thema, weil ich ja ohnehin hier Urlaub geplant habe. Das heißt, ich habe noch einen Tag dazwischen gehabt, konnte also einen Tag später dann noch das Motorrad hier direkt abholen. Bin zur Overland Embassy gefahren als solches. Da hat mich dann der Vater vom Alejandro entsprechend mit dem Auto raus zum Flughafen gefahren, der hier schon relativ weit draußen ist außerhalb der Stadt. Und ja, der hat sich halt drum gekümmert um die Papiere, obwohl man das hier auch wirklich alleine machen kann. Ne? Du kriegst deine Unterlagen, deine Finalisierungsunterlagen aus Kolumbien, deine Unterlagen vom Zoll, musst die da einfach bloß vor Ort beim Cargo-Unternehmen eigentlich abgeben, unterschreiben, tun und machen, nachweisen, wer du bist. Und dann kriegst du eigentlich auch dein Motorrad, musst dann natürlich wieder zur Aduane, also zum Zoll wieder, um dann entsprechend deine temporäre Einführung des Motorrads nach Panama zu bekommen. Und dann ist das Thema eigentlich auch gegessen. Grundsätzlich dadurch, dass die Gebäude des Cargo-Unternehmens als auch des Zolls, ja, das sind locker mal 500, 600 Meter oder so, auseinanderliegen, musst du halt 2-3 Mal hin und her, bis das Thema gegessen ist. Das ist eigentlich die größte Anstrengung dabei und natürlich dein Motorrad checken, ob auch alles dran ist, so wie es sein soll, bevor du da vom Hof reitest und dann feststellst, dass irgendwelche Schäden entstanden sind. Summa summarum hat der ganze Vorgang heute 2 Stunden gedauert, also länger hat es nicht gedauert. Da ist aber eingeschlossen, dass wir quasi bei der Overland Embassy war, mich mit dem Alejandro unterhalten habe, mir noch ein paar Tipps geben lassen habe für die Weiterreise hier, mir ein bisschen den Shop angeguckt habe und so. Und danach sind wir halt raus zum Flughafen gefahren, das hin und her da so ein bisschen, dann Klamotten auspacken, dass ich auch ein paar vernünftige Jacken anhabe und so oder Jacke anhabe plus Schutzkleidung. Und insofern, das muss man dann auch mit einrechnen, insofern denke ich mal, der Prozess selber, wenn ich mich persönlich beeilt hätte und nicht so die Ruhe in Person gewesen wäre, dann wäre es vielleicht auch innerhalb von einer Stunde abgelaufen. Also insofern kann ich absolut empfehlen, super, super nett, auch Alejandros Vater spricht zwar hauptsächlich nur Spanisch, aber mittlerweile heißt so einigermaßen drauf, abgesehen davon, dass hier in Panama für mich ein bisschen schwierig ist, aktuell vom Akzent zu verstehen, aber das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Ja, summa summarum, jetzt habe ich halt quasi für das Motorrad 1.100 Euro bezahlt, sozusagen umgerechnet. Und ich habe jetzt hier nochmal für die Zollauslösung nochmal 65 Euro bezahlt und nochmal, nein Quatsch, 65 Dollar, also quasi ein bisschen weniger, und 3 Dollar für die Desinfizierung des Motorrads. Also das heißt, kommt da zu dem Cargo-Unternehmen einer, der besprüht dein Motorrad mit irgendwelchen Plunder und danach ist das top, das Motorrad. Ne? Dann kannst du hier auch ohne Probleme durch Panama fahren, ohne dass du irgendjemand verseuchst. Wie auch immer, sei mal dahingestellt. Insofern kommen also quasi auf die 1.100 Euro nochmal 68 Dollar drauf. Könnt ihr selber rechnen, was das kostet. So, plus dann noch Flug muss man natürlich dazu rechnen. Mein Flug hat hier, hatte ich ja gesagt, 110 Euro, glaube ich, gekostet, weil ich einfach noch Gepäck dabei hatte. Ansonsten wäre es unter 100 Euro gewesen. Ich kann das selber zusammenrechnen, was mich dann quasi die Transaktion hier rüber gekostet hat. Ist für mich immer noch die bessere Wahl, weil Roro Fähre als solche irgendwas über 900 Euro kostet mit allem drum und dran. Und du dann aber weiter südlich ankommst und dann ja auch irgendwo übernachten musst und so. Und die andere Geschichte, jetzt mit irgendwelchen abenteuerlichen Booten über die Karibik zu fahren, die ist halt auch nicht wirklich günstig. Ne? Da liegst du bei den günstigsten Sachen irgendwo bei 750 Euro, da geht's los und da hast du dann wirklich gar keinen Service, musst wirklich um dich oder dich selber um alles kümmern. Insofern, ich finde das schon angemessen. Vom Preis her ist das okay. Ich denke, da kann man nicht weiter drüber meckern. Und wie gesagt, wenn man kein Problem damit hat, zur großen Firma Girac oder so zu gehen, dann kann man sogar noch günstiger haben als solche. Ja, also für mich ist es okay. Ihr müsst da selber entscheiden, wenn ihr irgendwann mal in die Bredouille kommt. Aber ich kann euch sagen, die meisten Leute machen sich einfach viel zu viel Gedanken, was solche Sachen angeht.
da steckt nicht so viel dahinter. Ganz ehrlich, bin mir ziemlich sicher, dass eine Überquerung der Grenze zwischen Mexiko und den USA garantiert viel, viel aufregender und viel, viel langwieriger sein wird als jetzt hier der Flug von Kolumbien nach Panama. Gut, damit sollte das gewesen sein von meiner Seite her. Ich kann auf jeden Fall Cargo Rider empfehlen. Ich könnte, so wie ich sie heute kennengelernt habe, auch die Overlander Embassy von der anderen Seite her empfehlen. Ich gehe davon aus, dass man beide Agencies nutzen kann, egal ob man jetzt von Panama oder von Kolumbien kommt. Insofern, ja, gute Adressen, könnt ihr googeln, könnt ihr selber nutzen, wenn es denn mal notwendig ist. Ansonsten, ja, ist jeder seines eigenen Glückes Schmied. Ich war zufrieden, mein Motorrad hat keine Schäden und aufgetankt ist es mittlerweile auch. Und insofern kann es dann die nächsten Tage losgehen. Ich werde noch ein, zwei Tage hier in Panama City verbringen, meinen Urlaub quasi wie angekündigt und danach geht's los Richtung Norden. Und damit sollte es hier von der Stelle eigentlich gewesen sein. Wenn Fragen sind, schreibt die unten rein in die Kommentare und soweit mir das möglich ist, werde ich die beantworten. Ansonsten kann ich hier nur sagen, ich bin Jens, das ist meine kleine Weltreise und wenn ihr mögt, dann schaltet beim nächsten Mal wieder mit ein, wenn es dann weiter Richtung Norden geht. Und ja, bis dahin bleibt alle schön gesund und ja, wir sehen uns. Ciao.